So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part, Resident Evil 2 Replay. Und es sieht so aus, als ob die beiden sich angucken, so nach dem Motto, du weißt Bescheid, es wird ernst. Und ja, da haben sie recht mit. Glaube ich zumindest. Haben wir hier irgendwas? Nee, da ist... Aha. Ein alter Schrank. Das war aber jetzt aber per Zufall. Daran erinnere ich mich schon gar nicht mehr. War das da immer? Keine Ahnung. Ja, kommt. Ich bin ja mal nicht so. Wir nehmen das Farbband einfach mit. So, weil ich glaube zumindest, dass Szenario 2 länger war als Szenario 1. Weil das Ende sich ein bisschen, ja, was in die Länge zieht, sagen wir es mal so. Und ja, das Grande Finale ist auf jeden Fall definitiv, ja, es ist schon heavy. Man kann es eigentlich ganz gut verkacken. Leon, that woman was... I have to talk to her. So, wir quatschen den mal an. Er hat durch den Schock der Schussverletzung das Bewusstsein verloren. Die Wunde scheint aber nicht tödlich zu sein. Ja, wir kommen jetzt von dieser Stelle hier. Und mit Claire wären wir jetzt von der Stelle gekommen. Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid? Ja, der tapfere Leon. Eine Kanalisationskarte. Wollen Sie sie mitnehmen? Ja. Ihr habt gesehen, das war Annette. Oder Annette. Und zwar Birkin. Die Frau von William Birkin und gleichzeitig die Mutter von Sherry. So, sie ist nach da abgehauen. Wir können natürlich, glaube ich, direkt hinterher. Am Ende der Leiter scheinen sie einen Lüftungsschlitz. Was? Okay. Wollen sie die Leiter raufklettern? Habe ich das jetzt richtig vorgelesen oder... war das wieder Kauderwelsch-Deutsch, was da irgendwie übersetzt worden ist? Ach ja. Kennt ihr das noch? Ja, ich glaube schon. Da steht eine Leiter. Wollen Sie die Leiter herunterklettern? Ja. Okay. Ich finde das so cool, dass der Ventilator sich da oben noch so ein bisschen bewegt. Aber ich meine, das habe ich schon mal erwähnt. Identify yourself. Ada? Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-Virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-Virus, William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-Virus away from me. G-Virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-Virus. Then that must mean the creature in the police department is... Precisely. My husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. Where did you get that? Exactly like the one I gave Sherry. She dropped it. I've been holding on to it for her. Liar! Give it back to me! Too bad.
Sieh an, sieh an. Da war der Virus drin. Und wir spielen jetzt mit Ada weiter. Stimmt, bis zu einer gewissen Stelle. Ja, hätten wir jetzt Szenario 1 gespielt. Aber hier sind wieder ein paar Sachen. Hätten wir Szenario 1 gespielt und wir wären mit Ada hier hingekommen, hätte sie ja das Amulett nicht gehabt. Und Annette, oder Annette, hätte gar nicht uns darauf angesprochen. Und wir hätten diesen Clip nicht gesehen, wie Ada dann quasi diese Schatulle da öffnet. Oder beziehungsweise aufklappt, also dieses Medaillon. Und dann hätten wir das nicht gesehen. Sieht aus wie eine Art Buch. Das brauche ich jetzt im Moment nicht. Oh, ich dachte, ich kann es mit dir schon mal wenigstens lesen. Da brauche ich das mit Leon nicht machen. Aber nein! Leon muss es ja mit sich rumschleppen. Hat ja nichts Besseres zu tun, als hier einen auf Bücherwurm zu machen. Wollen Sie die Leiter runterklettern? Ja. Da ist jemand wach geworden. Guten Morgen. Ja, also, wir müssen jetzt dahin, wo Ada war. Definitiv können wir natürlich den einen Weg nicht gehen. Und ihr seht, der gute Leon ist verwundet. Überall Blut befleckt an der Stelle. Das fand ich auch so cool. Das hat irgendwie was. Wenn so Helden in Videospielen irgendwie so verwunden, also, ja, Wunden tragen. Wo ich das ja besonders cool finde, ist, dass bei Tomb Raider, also die guten Tomb Raider, also jetzt nicht die ganz alten, sondern wo sie quasi nochmal neu auferweckt worden ist, also nochmal neu gemacht worden ist, ist so dunkel, um zu erkennen, was da drin ist. Und ja, ich muss mir sowieso noch Rise of the Tomb Raider holen. Weil ich den anderen Teil auch sowas von gefeiert habe. Ich war ja nie der Fan von den ganz alten Tomb Raiders. Tut mir leid. Aber die Steuerung, die war einfach nichts für mich. Auch wenn sie schon so ein bisschen Resident Evil-like war. Aber gleichzeitig dabei springen und so. Nein, danke. Da brauchte man Nerven aus Stahl. Naja, wie dem auch sei. Oh, wir haben nochmal einen kleinen Pissschlüssel bekommen. Den gehe ich aber direkt ablegen. Weil, soweit ich weiß, kann man den hier nirgendwo verwenden. Und der wird mich sowieso nur irritieren. Beziehungsweise, stellt euch vor, ich schaffe es wieder da durch dieses Ventilatoren-Ding da zu kommen. Und das Schlimme ist, wenn wir dann zurückgehen wollen, weil ich zu viel trage, müssen wir nochmal den ganzen Weg gehen. Ihr wisst, das habe ich schon mit Sherry und so durchgemacht. Aber wisst ihr, was witzig ist? Wir können jetzt hier hochfahren. Das fällt mir jetzt erst auf. Das kann man normalerweise nicht, wenn man im Szenario A ist mit Leon, weil der Aufzug dann oben ist. Meine ich zumindest, dass es so war. Und das freut mich gerade extrem. Und dann kriegen wir auch noch ein bisschen Munition und alles. Vielleicht passiert hier ja noch... Wow, jede Menge Heilkräuter. Das hat sich definitiv gelohnt, Leute. Das wusste ich gar nicht. Ja, ey, wie geil ist das denn? Das heißt, ich habe noch was Neues dazu gelernt oder erlebt. Brauche ich hier irgendwo den Schlüssel? Ein alter Schrank? Nee, schade. Ja, war ja klar. Farbband natürlich, ne? Wie immer. Ein Gerät zum... zur Regulierung der Wasserqualität, ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich den kleinen Schlüssel doch benötige. Ich kann ja mal so sein und leg die Sachen erstmal ab. Nehme mir die Heilkräuter, kombiniere sie mit den blauen. Ja, das frisst jetzt ein bisschen Zeit, ich weiß, aber das ist es mir wert. Vor allem, ich weiß jetzt nicht, ob hier vielleicht noch irgendwie krasse Munition ist. Und ob hier noch irgendwelche Sequenzen kommen, die ich gar nicht kenne. Ach, hier sind die Sachen. Ja, mache ich erstmal so. Ich finde das so schade, dass ich nicht direkt, wenn wir da auch in diesem Menü sind, kombinieren können. Finde ich schade. So. Nein, nicht so.
Genau so. Okay, das auch schon irgendwie einmal kurz kombinieren. Auch wieder ablegen. Ach, warum? Ja, man fängt immer da an. Das ist irgendwie blöd. Normalerweise sortiere ich immer alles, aber ich habe mir also angewöhnt, in einem Let's Play zum Beispiel nicht zu sortieren. Ich mache das jetzt einfach mal aus Prinzip, weil, ja, sonst kriegen wir hier nichts gebacken. Beziehungsweise dann suche ich die Sachen immer und das ist noch nerviger. Ich meine, sonst war da nichts. Okay. Ja. Den kleinen Schlüssel kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich den irgendwo brauche. Den lasse ich erstmal da. Scheiß auf das Farbband. Das Kraut kann ich aber mitnehmen. Okay, hier in der Tasche, beziehungsweise in der Werkzeugtasche oder wie auch immer, habe ich ja schon geguckt. Die Tür des Lagerhauses ist abgeschlossen. Brauchen wir dafür den kleinen Schlüssel? Ich glaube aber nicht. Ich probiere es mal. Wenn nicht, dann gehe ich mal durch die eine Tür. Sollte da nichts sein, dann ist es egal. Doch, wir können ihn benutzen. Tatsache, dafür war der. Aber das wurde uns dann nicht mal gesagt, sie brauchen einen kleinen Schlüssel oder so. Wollen sie die Leiter runterklettern? Na klar. Wenn jetzt hier nochmal Mr. X kommt, Leute, ne, dann mache ich mir sowas von in die Hosen. Weil ich damit sowas von nicht rechnen werde. Da blinkt direkt etwas. Was haben wir denn da? Magnum Patronen. Oh, das hat sich gelohnt. Die brauchen wir sowas von. Hier gibt es aber noch einen Zombie, oder? Ja, ich höre den schon. Verschiedene Kabel und Anzeigen sind hier rundherum angebracht. Ich sehe dich zwar nicht, mein Freund, aber ich weiß, dass du... Ah, warum musst du jetzt kriechen? Kannst nicht den Löffel abgeben. So wie andere brave Zombies. Na komm, ich bleib erstmal bei der normalen Pistole. Gibt's hier noch irgendetwas? Die Magnum-Munition, die hat man natürlich nicht mit Claire nehmen können, weil... Ist ja wohl klar. Oh, okay. Weil sie hat ja die Magnum nicht. Sie hat dafür den Granatwerfer und der hat ja verschiedene Munitionen. Ja, das war's scheinbar. Gut zu wissen. Nee, Moment mal. Es war noch nicht alles. Das, was wir jetzt gesehen haben. Und gibt's hier auch noch ein paar Gegner? Ich höre das Wasser, aber ich glaube, das ist einfach nur das Geräusch, weil das hier runterfällt. Ich suche hier einfach mal alles ab. Ich denke mir mal, ihr habt auch daran Interesse. Aber ich habe hier nichts gefunden, also wieder zurück. Man könnte sagen, dass ich Resident Evil 2 wirklich zu 100% gerade abschließe. Ich frage mich wirklich, ob es wirklich die Schwierigkeitsstufe schwer gibt. Sollte es die wirklich geben, werde ich das nochmal auf schwer nachholen. Irgendwann. Weil ich habe so ein Gefühl, das könnte tatsächlich so sein, dass ich es deswegen nie freigeschaltet habe, weil ich auf normal nie auf beiden Szenarien irgendwie durchgespielt habe, beziehungsweise einmal mit Leon A und dann Claire B und Claire A und Leon B. Vielleicht gibt es dann wirklich noch etwas. Und wenn ja, Leute, dann werde ich so ausrasten. Das werdet ihr mitbekommen. Ich werde mich so freuen. Dann wird ein Traum wahr. Noch mehr Resident Evil 2 Sachen, wovon ich nichts mehr wusste, beziehungsweise was man neu in Erfahrung bringt, das ist einfach Gänsehaut. Okay, wir gucken uns den jetzt nochmal an. Ja, ist zu dunkel, bla bla bla. Hat der irgendwas? Nö. Hier sind die Spinnen. Ich glaube, die Spinnen. Könnt mich mal in Ruhe lassen. Okay, bei denen bekam man auch nichts. Mit Claire waren wir ja, hier mit Sherry. Und da habe ich, glaube ich, auch nicht alles genau abgesucht. Einfach aus dem Prinzip, weil das war mir zu blöd.
So, damit das uns erstmal nicht auf den Sack geht, lege ich das erstmal direkt ab. Wow! Was war das denn? Ihr seid ja ziemlich flink, ihr scheiß Viecher. Ich kann euch auch in der Realität nicht leiden. Genau, hier haben wir nochmal die blauen Kräuter. Hier haben wir nochmal den Öltank. Alles schön und gut. Aktivieren wir mal schön. Okay. Das hätten wir dann ja schon mal. Nochmal, weil es so schön war. Hier ist auch noch Munition, wie ich sehen kann, und noch Heilkräuter. Was wir definitiv auch gebrauchen können. Ich habe jetzt aber Angst. Und zwar wegen einer gewissen Sache, Entschuldigung. Ich habe gerade so einen Kratz im Hals. So. Gab es da noch mehr gute Munition? Aber da gab es, glaube ich, Farbband. Ich könnte jetzt definitiv speichern. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich es wirklich tun sollte oder nicht. Ah. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Parts ich danach noch aufnehmen möchte. Das ist jetzt schon wieder der vierte. Wenn mich das einmal gepackt hat, dann packt es mich. Soll ich es wirklich riskieren? Aber dann kann ich das goldene Ding nicht mitnehmen. Wobei, ich kann mich ja dann heilen und dann ist das alles wieder gegessen. Ja, ich weiß. Da liegt doch ein Farbband. Achso, das lag da unten. Ja gut. Ja komm, wir gönnen uns das jetzt. Sicher ist sicher. Man muss es ja nicht herausfordern. Auch wenn der Rang vielleicht dadurch ein bisschen beeinflusst wird, ist mir jetzt Latte. Das könnte ich jetzt überschreiben. Ja, mache ich auch. Oh mein Gott, wir haben 4-mal gespeichert. Ich glaube, mit Claire waren es sogar nur 3-mal. Wenn ich mich nicht irre. Dann bin ich gespannt, ob das überhaupt noch geht. Wenn ja, dann habe ich gerade ohne Sinn gespeichert. Ich habe aber das Gefühl, dass es trotzdem funktionieren wird. Ich bin ja ziemlich guter Dinge. Weil, ihr wisst bestimmt, wobei? Ich bin mir gerade unsicher. Egal, wir gucken uns das jetzt mal an. Na, hier gibt es nichts. Ich durchsuche einfach mal alles. Wie es aussieht, gibt es hier irgendwie nichts Sinnvolles. Hä? Da liegt irgendwas Grünes. Ja, okay, das ist einfach nur so ein Punkt. Jeder würde direkt zu Ada rennen. Und ich suche hier alles ab. Leon. Bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. That's 2 I owe you. Don't mention it. I just found out. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Stimmt, weil wir mit Claire das Krokodil beseitigt haben. Ja, kommt es auch nicht. Und ich war mir so unsicher. Es hätte ja auch sein können, dass Mr. X nochmal auftaucht oder aufkreuzt. Das hätte ich mir sogar durchaus vorstellen können. So. Ich liebe es, wenn Ada uns hinterherläuft. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh. Ja, ich weiß, das ist Verschwendung.
So, wir haben jetzt auch die Adlermedaille und wir haben wieder was zu vorlesen. Tagebuch des Klärwerk-Managers. 28. Juni. Ist ja eine Zeit lang her, aber heute habe ich Don wieder getroffen und wir haben nach der Arbeit ein wenig geredet. Er hat mir erzählt, dass er bis gestern krank im Bett lag. Wundert mich gar nicht, wenn man bedenkt, wie lange er hier jetzt schon arbeitet. Er hat geschwitzt wie ein Pferd und musste sich dauernd kratzen, während wir uns unterhielten. Ich habe ihn gefragt, ob ihm warm sei, aber er hat mich nur ganz komisch angeguckt. Was ist denn bloß mit ihm los? 7. Juli. Polizeichef Irons besucht das Labor ziemlich oft in letzter Zeit. Ich weiß nicht, was er da drüben treibt, aber er guckt immer ziemlich ernst. Sein Gesichtsausdruck ist dann noch beunruhigender als ohnehin. Ich vermute, es hat etwas mit Dr. Birkins unmöglichen Forderungen zu tun. Irons hat mein vollstes Mitgefühl. Nach allem, was er für die Stadt getan hat, hat er sowas hier einfach nicht verdient. Ach ja, bist du sicher? 21. Juli. Ich trinke kaum etwas, weil ich ja eine ziemliche Verantwortung trage. Aber ich darf mich ja gar nicht beschweren, denn schließlich verdiene ich damit ja meine Brötchen. 16. August. Polizeichef Irons kam heute gegen Abend rein. Und er schaute noch finsterer drein als normal. Ich habe versucht, ihm mit ein paar Scherzen aufzumuntern, aber er konnte gar nicht darüber lachen. Er zog sogar seine Dienstwaffe und drohte damit, mich zu erschießen. Ich konnte ihn schließlich beruhigen, aber er muss wirklich ernsthafte Probleme haben. Er weiß doch ganz genau, dass er ohne meine Hilfe und vor allem ohne die Medaille nicht in das Labor kommt. Nennt er das vielleicht Dienst am Bürger? 21. August. William hat mich informiert, dass Polizei und Medien damit angefangen haben, sämtliche Geschäfte von Umbrella unter die Lupe zu nehmen. Er sagte, die Untersuchungen erschreckten sich über die gesamte Stadtgebiete und dass es die entfernte Möglichkeit gäbe, dass jemand sogar in der Kanalisation nachsehen könnte. Er hat mir befohlen, alle Abwasserprojekte von Umbrella zu unterbrechen, bis die Untersuchungen abgeschlossen seien. Die Kanalisation wird immer noch als Verbindungsweg benutzt, aber er hat mich ganz unmissverständlich gesagt, dass ich extrem vorsichtig sein muss und dass es mich meinen Job kosten würde, wenn jemand von diesem Unternehmen erfuhre. So, das war jetzt wieder eine ganze Menge zu lesen. Der Part ist auch schon fast wieder vorbei. Wir dürfen das jetzt gleich ablegen und müssen es nicht mehr mitnehmen. Ich weiß nicht warum, Leute, aber ich habe das Gefühl, dass ich heute das Gefühl haben werde, dass ich das Spiel doch noch durchspielen werde. Aber ich weiß es noch nicht. Am Ende der Leiter sehen Sie einen Lüftungsschlitz. Wollen Sie die Leiter raufklettern? Ja. So, weil das ja ziemlich unfair gewesen wäre, kommen hier jetzt keine Insekten, weil die sowieso, weil sich die Ventilatoren gedreht haben, diese Insekten entfernt worden sind. Weil sonst wäre das schon ziemlich fies gewesen. Ich meine, mit Claire kamen die. Mit Sherry, oder? Täusche ich mich da jetzt gerade? Naja, egal, wir müssen zum Glück nicht auf Ada warten. Ich lege jetzt noch kurz die Sachen ab und dann denke ich mir mal, beende ich den Part. Komm mit. Bei Fuß. Hört die auf zu rennen, weil wir auch aufhören. Wisst ihr, was ich ganz cool gefunden hätte? Wenn man irgendwie Resident Evil Zero zu zweit hätte spielen können. Das hätten die doch mal im Remaster irgendwie reinbringen können. Irgendwie so eine Art Modi, dass man das zu zweit spielen könnte. Auf eine gewisse Art und Weise. Das hätte ich mir so gewünscht. Weil das wäre schon irgendwie cool gewesen. Aber ich glaube dann... Ja, wobei... Ja, doch, heutzutage ist sowas möglich. Warum nicht? Seht ihr es genauso oder eher weniger?
So, soweit ich weiß, brauche ich die Sachen erstmal nicht. Aber ich bin dafür, dass wir noch ein bisschen Heilung mitnehmen. Wobei... Ja, eher ein Erste-Hilfe-Spray und normales Kraut. So, Leute, aber ich beende dann diesen Part an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr gebt mir dann einen Daumen hoch oder Daumen runter und kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder oder sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaut wieder ein, wenn es wieder heißt. Bible Horror Time mit Mr. Horror Jumper auf Wiederhören.